Gut, Katrin, wir haben vor 2 Jahren festgestellt, haben wir schon mal zusammen gemacht. Damals haben wir hinterher gesagt, mehr Praxis wollen wir haben. Ne? Wir wollen Praxis, praktische Beispiele haben. Deswegen habe ich viele praktische Beispiele für euch mitgebracht. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für euer Interesse. Mein Name ist Stefan Voss. Ich arbeite bei der Deutschen Presseagentur. Das tue ich seit 27 Jahren. Ich war sehr lange Auslandskorrespondent für die Deutsche Presseagentur. Und zwar in der Ukraine und in Russland. Danach in der Politikredaktion bei dpa. In vielen Funktionen. Seit 2017 ist meine Bezeichnung Leiter Verifikation. Verifikation ist das Überprüfen im Wesentlichen von Social Media Content, von Behauptungen, die in den sozialen Netzwerken verbreitet werden. Und es ist vielleicht nicht überraschend, dass daraus dann auch ein Genre mitgewachsen ist, der Faktencheck. Ich habe drei Folien für euch, ein bisschen eine kleine Einführung in ein schönes Schulungsprojekt, was wir machen. Danach machen wir eine halbe Stunde lang Beispiele. Keine Sorge, niemand von euch muss an die Tafel hier, aber ich würde mich freuen, wenn ihr euch die Sachen anguckt und so ein bisschen auch mal mit verifiziert und prüft, kann das so sein, wo könnten wir zur Lösung kommen. Bevor wir loslegen, würde ich gerne wissen, gibt es Journalistinnen und Journalisten von Medienhäusern, Medienorganisationen, Rundfunk, Fernsehen? Hier würde ich mal ein kurzes Handzeichen. Haben wir die da? Oh ja, sehr schön. Prima. Grundsätzlich ist es bei dem Workshop gut, freue mich. Bei dem Workshop ist es jetzt so, wir haben keine Fragen von euch in dieser halben Stunde. Das haben wir technisch nicht drin. Ich bin aber danach da hinten oder wo ich stehen darf, wenn ihr Fragen habt, Anregungen zum Thema Verifikation, aber auch sehr gerne zum Thema Künstliche Intelligenz und Journalismus. Ein sehr wichtiges Thema, das Erkennen von KI machen wir hier zusammen. Auch der ganze Bereich Nutzung von Chatbots im Journalismus, freue ich mich sehr, wenn ihr Fragen habt, ich stehe da hinten. Oder ab 17 Uhr bei Google am Stand, wenn ihr Lust habt. Da können wir über viele Themen noch weiter reden. Ich fange mal an, Augen auf, wie Faktencheckerinnen mit Logik und Spürsinn Fakes entlarven. Das ist das Thema digitale Recherche, Verifikation. Ich möchte kurz ein kleines Projekt vorstellen, das heißt Faktencheck 24. Das ist ein Trainingsprogramm, was wir mit der Google News Initiative zusammen machen. Und das ist ein Angebot für Medienhäuser, aber auch Medienorganisationen. Was machen wir in dem ganzen Bereich? Das machen wir schon seit vielen Jahren. Wir haben da schon tausende Journalistinnen und Journalisten trainiert. Und ich nehme euch gleich mal mit auf so eine kleine Trainingsreise. Die Schwerpunkte in diesem Jahr sind vielleicht gar nicht so überraschend bei uns. Wahlen auf allen möglichen Ebenen. US-Wahl, EU-Wahl, Landtagswahlen etc. Leider natürlich auch Konflikte, Krisenkonflikte. Wir machen einen speziellen Track zum Lokaljournalismus, haben in diesen Schulungsreihen sehr viel zu KI und haben auch noch einen Bereich, wo es um die Medienvermittlung für Jugendliche geht. Wir machen diese Trainings für Medienhäuser in Deutschland, der Österreich und Schweiz, also Deutschland, Österreich und Schweiz, und das machen wir mit der Google News Initiative. So viel zur Theorie. Das ganze Ding heißt mit Logik und Spürsinn. Verifikation als journalistisches Trainingsmodul. Jetzt habe ich vorhin mal geguckt und habe mich mal ein bisschen umgeschaut und habe gesehen, dass eigentlich alle von euch das entscheidende Tool zum Verifizieren heute dabei haben. Jetzt werdet ihr überlegen, was ist das, was kann das sein? Es ist nicht das Smartphone. Es ist nicht das Smartphone, es ist das, was zwischen euren Ohren ist, das Gehirn. Das Brain Tool ist das Allerwichtigste beim Verifizieren, denn es geht um Logik und Spürsinn. Und das werden wir zusammen ein bisschen trainieren, logisches Denken. Ihr werdet jetzt viele Behauptungen von mir sehen und ich würde mich freuen, wenn jede und jeder für sich mal kurz drauf guckt und sich überlegt, klassische Frage der Faktenchecker, stimmt das so? Kann das so sein? Und wenn es vielleicht nicht so sein kann, wie kriege ich das raus? Wie kann ich das widerlegen? Ist also ein Training nicht nur für den Journalismus, sondern auch eine gesellschaftliche Fähigkeit. Ich habe als erstes etwas mitgebracht und zwar ist das, warum sehen wir es nicht? Ich glaube, das muss ich rüberziehen. Okay. Das ist ein Bericht eines russischen Online-Mediums vom 8. Mai und da wird behauptet, dass der Reichstag mit einer sowjetischen Kriegsflagge
bestrahlt worden sei. Also die Überschrift heißt, anstelle des gelb-hellblauen ist jetzt das Symbol des russischen Sieges zu sehen gewesen. Das Brandenburger Tor wurde überraschend in den Farben der Sowjetunion Akrasele bemalt. Und dazu gibt es auch Fotos dazu. Das ist ein Beweis. Angeblich habe man in der Nacht zum 8. Mai das Brandenburger Tor, den Beamer da manipuliert, das sei gehackt worden, und man habe diese Flagge des Sieges dort drauf projiziert. Ja, das ist eine Botschaft, eine Nachricht, die jetzt vor 2 Wochen in Russland zuerst verbreitet wurde. Die Intention kann man sich überlegen, warum macht man das überhaupt? Die Frage dahinter ist der Reichstag tatsächlich bestrahlt worden? Jetzt gibt es eine wichtige Verifikationsleitlinie, die sagt, wenn etwas Spektakuläres in der Öffentlichkeit passiert, dann gibt es davon mehr als nur ein Foto oder Video. Warum? Öffentlichkeit, spektakulär, Augenzeugen machen Fotos, laden die irgendwo hoch. Es muss mehr geben. Es gibt davon viele Fotos und auch Videos. Und ich zeige euch mal ein Video dazu. Und zwar ist das hier auch auf Englisch von irgendwie Reporter Ru, was auch immer. Es geht um dieses Video. Ich lasse es mal laufen. Ton ist jetzt nicht viel zu hören, darum geht es gar nicht. Ihr seht also das Brandenburger Tor, bestrahlt der Beamer hier. Hier steht drauf 150. Schützendivision, Stupidisjata Estrelkove Divisia, Orden Kutuzova. Also das Brandenburger Tor sei zum 8. Mai, das ist allen ja bekannt, Tag der Kapitulation in Russland, ist der 9. Mai, Tag des Sieges. Ein sehr historisch, sehr bedeutsames Datum, natürlich für Deutschland, aber auch für die Länder der ehemaligen Sowjetunion. So. Soweit erstmal. Okay, nachts. Und wir erleben das oft, auch bei der Deutschen Presseagentur, dass manchmal gesagt wird, ja, warum habt die DPA nicht darüber berichtet, wenn doch sowas Spektakuläres passiert, dass diese Beleuchtung dort gehackt worden ist. Ja, vielleicht haben wir nicht darüber berichtet, weil es vielleicht gar nicht stattgefunden hat. Und das werden wir mal zusammen testen. Ich möchte, dass ihr euch das Video bitte nochmal in Ruhe anschaut. Und es ist jetzt nicht so gut zu sehen, weil, mach das nochmal. Es ist jetzt sehr hell hier und vielleicht könnt ihr ein paar Sachen erkennen. Wichtiger Merksatz bei der Verifikation, achtet auf die Ränder. Achtet auf die Ränder. Und diejenigen von euch, die jetzt in diesem Winkel sehen, werden einige Details nicht sehen können leider. Es tut mir leid. Oder ich gehe mal zur Seite, vielleicht kannst du so außen rum gucken hier. Das sind Sachen komisch, das habt ihr vielleicht schon gesehen. Ja? Ganz wichtig bei der Verifikation ist die Bild- oder Videoanalyse. Wir haben einen Content und der ist jetzt wie bei euch, so ist das bei uns in der Redaktion auch, da prallt irgendwas auf euren Schirm oder euer Smartphone. Und bitteschön, ja? Kann das sein? Sieht doch alles total echt aus. Der wichtigste erste Schritt der Verifikation ist eine anständige Bild- oder Videoanalyse. Klingt so ein bisschen wie in der Schule, ja, hat aber echt was für sich. Mit allen Sinnen, eben mit dem Brain, mit dem Gehirn ganz in Ruhe den Content angucken und schauen. Kann das so sein? Ist das logisch? Passt das alles? Ich lasse es nochmal laufen. Ich weiß nicht, hört ihr den? Könnt ihr den hören? So ein bisschen was dahinter soll. Also in der Nacht zum 8. Mai in Berlin passiert sein, dieses Jahr, diesen Jahres. 8. Mai. Ich sag mal ganz ehrlich, als ich das zuerst gesehen habe, habe ich gedacht, ja. Und die Behauptung ist eben, in der Nacht auf den 8. Mai hätten Leute dieses Beamer-System am Reichstag gehackt, um das drauf zu strahlen. Und ihr wisst vielleicht, dass mitunter auch das Brandenburger Tor tatsächlich gelegentlich für Solidaritätskundgebungen, Bekundungen, Erdbeben in der Türkei war, glaube ich, ein Fall, Terror in London, ähnliche Dinge, wird das Brandenburger Tor bestrahlt. Hier ist jetzt die These, und so wird es in den russischen Medien verbreitet, man habe eben jetzt nicht offiziell das aus Solidarität mit der Sowjetarmee oder Russland oder wem auch immer gemacht, sondern das sei gehackt worden. Man habe den Beamer gehackt. Okay, so ich glaube, ihr habt schon vielleicht ein bisschen was gesehen. Wir gehen mal ein bisschen tiefer, aber in Deutschland wurde das auch verbreitet dann, das bleibt natürlich nicht aus.
Ich nehme die Archivversion. Gucken wir kurz, dass er das öffnet. Also auch in Deutschland ist es verbreitet worden. Sowas bleibt natürlich nicht aus. Da gucken wir uns mal kurz den Claim an, wenn es denn runtergeladen ist. So. Okay, das war der falsche, Entschuldigung. Er will dich. Er hat keine Lust. Jetzt kommt er wahrscheinlich, okay, X, ich kapituliere. Egal, in Deutschland ist es auch verbreitet worden. Probleme auch der Faktenchecker mit vielen Dingen. Also, die Behauptungen habt ihr gesehen. Ich gehe ein bisschen weiter. Es geht erst in Russland und dann wird es in Deutschland verbreitet, da auch der gleiche Sache. Und in Deutschland wurde behauptet, die Polizei ermittle, weil sich jemand da reingehackt habe, in den Beamer. Ich habe euch gebeten, macht eine Bildanalyse. Und wenn ihr diese Dinger seht, dann kommen euch vielleicht die ersten Dinge in den Sinn. Ich fange mal mit einem Detail an. Und zwar habe ich hier mal für euch, könnt ihr das sehen? Ist das auch hinten einigermaßen zu sehen? Ich habe hier links diese sowjetische Kriegsflagge auf das Brandenburger Tor gepackt und habe hier reale Solidaritätsbekundungen am Brandenburger Tor mal daneben gestellt. Das sind alles DPA-Fotos, Fotos der deutschen Presseagentur. Ich weiß nicht, ob jemand von euch was auffällt, wenn ihr euch das anschaut, denn jetzt gehen wir ein bisschen in die Tiefe. Es gibt bei der Verifikation immer ganz viele Ebenen und es ist immer nicht nur ein Weg, es sind viele Wege. Aber wenn ihr euch das mal im Detail anschaut, dann fällt euch vielleicht etwas auf. Schaut euch mal bitte, sagt mal beim Brandenburger Tor die Säulen, das ist ja sehr lang jedenfalls, ja, die nehmen wir mal diese Säulen. Und da fällt vielleicht auf, was man vorher gar nicht gesehen hat, was bei der Verifikation aber ein wichtiger Faktor ist, vergleiche es mit Original-Content, vergleiche es mit offiziellen Mitteilungen, mit offiziellen Aufnahmen. Und dann seht ihr vielleicht, das ist interessant, das ist sehr gut gemacht hier, auch mit den Vorsprüngen und ein bisschen verzerrt, aber was fällt auf? Diese Flanken der Säulen sind nicht bestrahlt. Hier hingegen sind die bestrahlt. Ja? Jetzt könnte man logisch vielleicht noch sagen, vielleicht hat der Beamer mitten auf dem, was ist der Pariser Platz, gestanden, dass die eben nicht diese Flanken hier bestrahlt wurden. Da war im Video aber kein Beamer zu sehen. Das sind so kleinere Sachen. Nachvollziehbar, also in den Originalen, das ist alles echt, sind, weil der bisschen die Beamer ein bisschen am Rand steht, sind einfach diese Flanken mit bestrahlt. Hier kann man es sehr gut sehen. Hier fällt auf, dass überhaupt nichts bestrahlt ist. Das ist aber nicht das Einzige, was einem auffällt. Ich gehe mal ein bisschen auch mit in die Lösung rein und ich bin mir sicher, dass viele von euch das längst auch entdeckt haben. Polizei anwesend? Fragezeichen. Natürlich fragt man die Polizei, das haben wir auch gemacht. Die Polizei hat gesagt, uns ist nichts davon bekannt. Ja, wenn man nicht jetzt ein Verschwörungsanhänger wäre, würde ich sagen, ja, die dürfen das wahrscheinlich nicht sagen oder so. Okay, geschenkt. Aber was ist vielleicht auch aufgefallen, wieso hat die Polizei bunte Rundumleuchten? Habt ihr die gesehen? Ja, das ist strange. Das ist echt merkwürdig. Ist aber ein interessantes Phänomen. Hier hat die Polizei bunte Rundumleuchten. Das sieht also wie eine US-Polizei aus. Ist aber etwas, was einem am Anfang vielleicht gar nicht so sehr auffällt. Sind so die kleinen Details. Wir gehen nochmal weiter. Der Beamer soll gehackt sein. Ich weiß nicht, ob ihr zu Hause einen Beamer habt, klassisch, ob man den hacken kann. In Berlin, wir haben natürlich angerufen, am Brandenburger Tor gibt es einen, die haben einen Beamer, glaube ich, sehr lichtstark. Die haben aber gesagt, das ist keine Technologie, da steckt kein PC und keine digitale Technik dahinter. Das ist ein Beamer und da kommt eine Folie drauf. Da kannst du nichts hacken. Wo soll er stehen, wo soll er gestanden haben? Gibt es weitere Fotos oder Videos? Ich löse mal hier auf. Dies ist eine CGI, das ist also eine Videomanipulation gewesen. Da hat nichts gestrahlt in der Nacht. Gar nichts. Wir können mal vermuten, oder überlegt ihr euch mal, für welche Gesellschaft ist dieser Fake gewesen? Ob man den auf Deutschland ursprünglich gezogen hat? Ich löse auch gleich mal auf, ich behaupte nein, ich glaube, dass das ein Fake war, der auf Russland gezogen war. Für Russland ist es egal, dass die Polizei hier bunte Rundleuchten hat. Das würde man in Russland natürlich eher nicht bemerken. USA, das passt schon. In Deutschland würde man, wenn man drauf guckt, sofort merken. Dieser Fake, ich weiß nicht, wer dahinter steckt, dieser Fake war eindeutig für den russischen Markt konzipiert worden. In letzter Konsequenz
recht einfach zu entlarven, aber am Anfang beeindruckend. Und wer es jetzt mit der Wahrheit doch nicht so genau wissen will und es ihm reicht, dass jemand behauptet, die haben das angestrahlt, aber die Medien verheimlichen das, ist damit vielleicht auch zufriedengestellt. Die Lösung ist, es ist nichts passiert, es ist nicht gehackt. Und hier kommt noch ein kleines Detail, 8. Mai, wenn ihr vielleicht euch überlegt, diejenigen, die Berlinerinnen und Berliner sind oder ein bisschen rumgefahren sind, wie sieht es da im Moment hinten aus? Wir haben hier schon Kunstrasen liegen. Vielen Dank. Ich kann euch leider nicht hören, aber ich habe das schon gesehen. Und am 6. Mai haben die begonnen. Auch noch so ein Ding, was man recherchiert. Am 6. Mai begannen die Umbauarbeiten. Man kann aus dieser Perspektive den Rasen hinten nicht sehen, sind aber alles Faktoren. Soweit klar. Das heißt also, sieht erstmal total beeindruckend aus, zumindest in meiner Wahrnehmung. Wenn man genau hinguckt, wenn man die Logik anwendet, passt es nicht mehr so genau. Ich gehe ein bisschen weiter und zeige euch einen zweiten Fall, der auch mit dem Reichstag zu tun hat. Und wir gucken mal, ich hoffe, dass er das einigermaßen schnell laden kann hier. Das ist genau ein Jahr her, interessanterweise. Also auch 8. Mai 2023. Und hier wird behauptet, dass auf dem Reichstag in Berlin diese Flagge auch wieder geweht hat. Ein Jahr her. Das, was ihr gesehen habt, Brandenburger Tor, war vor 2 Wochen. Dieses Video ist vor einem Jahr veröffentlicht worden mit der Behauptung, heute, 8. Mai, hat auf dem Westportal des Reichstags die sowjetische Flagge des Sieges geweht. Gut gemachtes Video. Es gibt mehrere Videos, es gibt mehrere Fotos von diesem Ereignis. Habt ihr die Stimme gehört, die da spricht? Hat man das gehört? Nicht gehört, egal. Klingt eher so, die Stimme sagt eher, was ist das? Das sieht ja komisch aus. Also jetzt nicht so ein perfektes Deutsch vielleicht. Kann man sich dann auch überlegen, für welchen Markt sind die Fakes gemacht. Ich zeige euch ein zweites Video und löse dann auch schon auf. Hier ist die Flagge auch nochmal. Und es gibt viele Sachen. Ja, es gibt vier Flaggen auf dem Reichstag, wisst ihr vielleicht. 4 Türme, 4 Flaggen, 3 Deutsche, 1 EU. Nein, es gibt hier keinen Flaggenmast, etc., etc. Ich löse auch auf. Auch das ist ein Fake. Und man kann das auch mit genauem Hingucken entlarven. Ich kürze das ein bisschen ab. Und zwar gucke ich mir das an. Und zwar kann ich hier, ich gucke mal eben, ob ich es hier habe. Wenn man die Flaggen miteinander vergleicht, habe ich das irgendwo? Ich guck mal eben. Nee, ich bitte euch, dass ihr euch das nochmal genauer anschaut. Und zwar, schaut euch bitte mal diese Flagge an und achtet bitte mal hier auf Hammer und Sichel. Seht ihr das? Sierpe Molot. Ja, Hammer und Sichel, klar. Der Hammerkopf und die Sichel sind zum Fahnenmast. Könnt ihr das erkennen? Sind zum Fahnenmast orientiert. Jetzt zeige ich euch das zweite Video nochmal. Scheiße. Ihr seht das auch gerade, oder? Und dort, oh Wunder. Was zum Teufel? Sind Hammerkopf und Sichelöffnung vom Flaggenmast weg. Kleiner logischer Denkfehler dabei. Haben die jetzt nicht so genau beachtet. Auch das Ding lief in Russland relativ groß. Scheiße. Mit der Behauptung, ja, was weiß ich, oder? Helden hätten auf dem Reich, bla bla bla. Alles Bullshit, hat alles nicht stattgefunden. Alles Fake, danke dir. Ich gehe ein bisschen weiter zur Technologie und zeige euch eine andere Technologie, die wir haben. Und zwar geht es hier einmal um ein Tool, das Fotorückwärtssucher heißt. Ich beame mich mit euch mal ein paar, 2, 3 Jahre zurück. Das auch gerade, oder? Das ist ein Twitter-Post aus Serbien. Da geht es um Novak Djokovic. Den kennen die meisten von euch. Der andere ist ein sehr, in Handballkreisen sehr bekannter Handballer. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ging um den Aufenthaltsort von Novak Djokovic während der Corona-Pandemie. Die Frage war, wo ist dieses Foto aufgenommen worden? Weil da ging es um Quarantäne, hat er das alles eingehalten. Wo ist das Foto aufgenommen worden? Und jetzt kommt etwas Technik dazu. Wir nutzen für solche Dinge die Fotorückwärtssuche. Und der Wolfgang in der 5. Reihe kennt das aus dem FF, das weiß ich. Die Fotorückwärtssuche. Und ich zeige mal, wie das funktioniert, auch mit einem speziellen Tool. Dazu muss ich einmal wechseln. Eine Sekunde, weil ich es hier drauf nicht installiert habe. Sekunde. Ich kann hier dieses Foto zum Beispiel abspeichern. Das mache ich mal schnell. Könnte das jetzt irgendwie nennen. Ich nenne das mal. Nee, muss ich. Sekunde. Ich nehme das Bild. Link speichern unter. Kann ich das so machen? Geht das hier? Oder ich mache es anders. Ich nehme einfach einen
einen Screenshot daraus. Mach das mal so und mach jetzt hier dieses Foto, speichere das einmal ab mit einem Screenshot, nenne das Novak. Und wenn ich jetzt auf Google Lens gehe, kann ich das hochladen und dann gucken wir mal, dass wir es finden, so. Und dann dauert es jetzt ein paar Sekunden. Ich weiß nicht, ob ihr Google Lens damit schon mal was gemacht habt. Ein sehr interessantes Tool. Ja, alles klar. Oh, er will nicht. Da versuchen wir es da nochmal. Manchmal ist es ein bisschen tricky. So, jetzt habe ich hier dieses Bild. Und es geht um einen bestimmten Bildausschnitt. Das Schöne ist, ich kann den Bildausschnitt hier verändern. Und dann nehme ich diesen oberen Bereich, ich will wissen, wo er ist oder wo er sich da befindet. Und dann finde ich hier irgendwann eine Angabe zu einer Anlage, die heißt West 65. Guck mal, ob ich es irgendwo sehen kann. Ich ziehe den Ausschnitt noch mal ein bisschen rum. Vorführeffekt, gerade kann ich sie sehen, sonst kommt es manchmal. Es geht jedenfalls darum, das Ding heißt West 65. Und wenn man jetzt hier, ihr habt ja vielleicht noch gesehen, hier hat der Weg sich ein bisschen gebogen. Und so kann ich mit der Fotorückwärtssuche eben sehr schön zum Beispiel hier mit dem Männchen darauf gehen und den da runterfallen lassen. Und dann sehen wir diese Ansicht. Und ich gehe noch mal zurück zu dem Bild und achtet mal bitte hier auf den Hintergrund. Hier seht ihr sowas, könnte eine Kita oder ein Kindergarten oder sowas sein. Hier sind recht auffällige Schirme und dieser Weg macht einen Bogen. Und wenn man dann ein bisschen sucht, dann kommt man mit der Fotorückwärtssuche eben dazu, um ziemlich genau zu erkennen, können wir überlegen, mit wie viel Prozent ist das der Ort? Kindergarten, hinten der Zink, das ist der Ort. Also erhielt sich damals in Serbien, in Belgrad, in der Hauptstadt von Serbien auf. Fotorückwärtssuche, wichtiges Tool für Journalistinnen und Journalisten. Abschließend gehe ich mit euch in die Praxis der KI-Erkennung und ich möchte eine Sache mit euch machen. Wir hören ja immer wieder in der Gesellschaft, aber auch im Journalismus, KI-Bilder, das sieht ja täuschend echt aus, man weiß ja überhaupt nicht mehr, was wahr ist. Eine Art Fatalismus, der bedenklich ist für Demokratien. Ich habe vorhin in Vorträgen und auch bei den Kollegen von DFKI immer wieder gehört, wir müssen unsere Trägheit überwinden, wir müssen reingehen, wir müssen uns die Sachen genau anschauen. Und das machen wir einmal zusammen an einem ganz harmlosen Beispiel. Und zwar habe ich hier ein Bild für euch von der Plattform LinkedIn. Und ich hoffe mal, dass er mir das ausspielt, das macht er. Please help Rhodes, will er nicht? Entschuldigung, hier spinnt er gerade. Please help Rhodes. Rhodos, könnt ihr euch erinnern, Brände im vergangenen Sommer. Und man solle also seine Geldbörse öffnen und für die Opfer auf Rhodos spenden. Und ich möchte mal, dass jeder sich überlegt, aufgrund dieses dramatischen Bildes, wie groß eure Spendenbereitschaft ist. Ich mache das Bild mal ein bisschen, ist ein bisschen blöd, ist sehr hell. Ihr könnt es aber vielleicht erkennen. Ja? Also es ist ja dramatisch, was hier brennt überhaupt. Rhodos, und das ist so der Anfang, kein Wunder, es ist ein KI-generiertes Bild, das könnt ihr sehen. Ich gehe mal ganz kurz mit euch die wesentlichen Sachen durch. Auch wieder Logik. Wir brauchen Logik zum Entlarven von KI-generierten Inhalten. Wenn etwas Spektakuläres in der Öffentlichkeit passiert, dann ist es ein komplexes Ereignis. Und ihr könnt es schwer erkennen, es tut mir leid, durch das helle Licht, aber ihr seht hier unfassbare Flammen an einer Uferpromenade. Wenn man der KI sagt, natürlich mach mal Feuer auf Rhodos, dann wird er das natürlich nicht einen popeligen Waldbrand, die waren überhaupt nicht popelig auf Rhodos, aber Feuer sind vor allen Dingen Waldbrände, sondern man macht dann sowas. So ein Feuer, ich weiß nicht, braucht was vor allen Dingen? Wind, Sturm. Ne? Glaube ich, korrigiert mich. So ein Feuer braucht Sturm. Hier ist kein Wind und man sieht es so eben, hier sitzt eine junge Frau mit ganz normal herunterhängenden Haaren. Also hier passen Dinge nicht zusammen. Ein Merksatz, KI versteht die Welt nicht. KI hat kein Verständnis von Zusammenhängen und KI versteht auch nicht die Physik. Das zeige ich euch abschließend noch. Es gibt noch viele andere Sachen, danke.
Es gibt noch viele andere Sachen, was hier auch komplett fehlt. Ihr könnt es leider nicht sehen, es tut mir leid. Hier fehlen Smartphones. Würden Menschen zu Hunderten sich ein etwas Schreckliches anschauen, erleben, sehen, müsste es Smartphones oben geben. Ja? Auch diese Dinge sind nicht darauf zu sehen. Und in der Summe kann man ziemlich schnell erkennen, selbst wenn das irgendwann in einem halben Jahr vielleicht perfekt in der Erscheinung ist, das sind die Sachen, mit denen wir sie entlarven werden. News-Ereignisse in der Öffentlichkeit sind höchst komplex. Und auch ein Brand auf Rhodos ist ein hochkomplexes Ereignis. Würde tatsächlich die Uferzeile so brennen, hätten wir nach 10 Minuten spätestens über alle möglichen Kanäle davon Bilder, wenn es so spektakulär wäre, dass hier die ganzen Hotelzahlen abbrennen würden. Also ein Fake. Ich komme in der letzten Minute auf eine technische Innovation, die ihr vielleicht gesehen habt. ChatGPT Sora sagt vielleicht dem einen oder was anderen was. Video generiert. Fantastische Videos. Ich zeige euch zwei, vielleicht auch nur eins. Und zwar kommen hier einfach 3 Merksätze zum Video entlarven. Gilt aber häufig für KI auch, was ich schon gesagt habe. Wenn ihr euch diese 3 Dinge merkt, könnt ihr quasi im Moment noch alle KI-Videos entlarven. Ich gehe mal zur Seite. KI versteht die Welt nicht, versteht Kausalitäten nicht. KI hat keine Ahnung von Physik, zum Beispiel Schwerkraft. Objektpermanenz. Objektpermanenz klingt total sperrig. Ich zeige euch ein Beispiel, das kennt ihr vielleicht. Und zwar dieses hier von Sora. Da soll angeblich eben irgendeine Klondike-Stadt so gefilmt worden wie mit dem Helikopter oder mit einer Drohne vor 150 Jahren. Kann doch sein, okay. Worauf ich hinaus möchte, ist die Objektpermanenz. Hier ist ein Objekt, das da nicht reingehört, da. Und zwar, wenn man hier auf die Ränder achtet, und ich gehe hier mal kurz zurück, dann sieht man, dass Sachen verschwinden. Und das ist ganz wichtig. Und zwar kann ich euch das hier zeigen. Dieses Objekt hier, seht ihr das? Ist gleich weg in einer Sekunde. Zack, weg. Gesehen? Ich mache es nochmal. Nee. Also ihr habt es gesehen, es verschwindet einfach. Achtet bei solchen Videos auf kleine Dinge am Rande. KI kann noch keine Objektpermanenz. Und ich komme zum letzten und dann sind wir durch. Und zwar etwas, ein großartiges Video von Sora. Und zwar geht es hier um Chinese New Year. Hier seht ihr den Drachen, der tanzt. Fantastisch, finde ich absolut, ich liebe das. Ein großartiges Video. KI versteht Physik nicht. KI weiß von diesen Bildern, ich lasse es nochmal laufen, dass dieser Drachen ist so und da sind irgendwie Menschen mit Stangen. Wenn ihr kurz überlegt, wisst ihr, wie die Menschen mit den Stangen, was die zum Verhältnis des Drachens haben. Klar, die Leute stehen drunter und halten mit einer Stange den Drachen hoch. Das versteht aber KI nicht. Ich lasse nochmal laufen. Und deswegen hat KI einfach hier irgendwelche Stangen, die irgendwie so, aber es passt nicht zusammen. Und das klingt jetzt vielleicht wie ein einzelner Fehler. Das ist komplett durchgehend. Das betrifft KI, das betrifft Schwerkraft, das betrifft andere Dinge. Also Objektpermanenz, Kausalitäten, wie Dinge zusammenhängen und physikalische Gesetze. In diesem Sinne, liebe Katrin, ich bin mit einem schnellen Ritt durch die Verifikation. Ich danke für euer Interesse. Wenn jemand Interesse an diesen ganzen Themen hat, Verifikation, Journalismus, Trainingsprojekte, ich bin gleich noch da hinten und sage Dankeschön, viel Spaß weiter auf der Republika. Dankeschön.